Tschüss, ciao.
Strafgeldung rüstete man weiter an einem Flüchtlingskompromiss. Steile These, Monetar Lagerfeld von mit Merkel und Islamkritik für Stirnrunzeln und tiefes Entsetzen. Italien qualifiziert sich nicht für die WM, das Land steht unter Schock. Im Studio Laura Dünnwald. Und damit ganz herzlich willkommen. Informiert, bleibt nicht mehr viel Zeit, denn Donnerstag müssen die Knackpunkte einer Jamaika-Koalition stehen. Größtes Streitthema ist die Flüchtlingspolitik. Genau darüber wird heute ausgiebig diskutiert und der Druck ist groß, denn scheitern die Gespräche über eine Koalition drohen Neuwahlen. Horst Seehofer hat seinen Spaß mit den neugierigen Reportern. Noch zweimal schlafen, verspricht er. Dann wissen wir auf jeden Fall Bescheid. Weniger Spaß versteht Seehofer beim Thema Flüchtlinge. Die CSU will den Familiennachzug möglichst verhindern, damit die Obergrenze von 200.000 nicht gerissen wird. Die Grünen wiederum sind für den Familiennachzug. Wir wollen, dass Familien zusammenkommen. Das hat mit Integration und mit Menschlichkeit zu tun. Jamaika könnte an dieser Frage scheitern, die CDU versucht zu vermitteln. Wir haben eine humanitäre Verpflichtung, in der bekennen sich alle. Und zum anderen weiß jeder, dass das Maßdessen, was man dann leisten kann an Integration, begrenzt ist. Besonders Angela Merkel will Jamaika offenbar unbedingt. Neuwahlen könnten ihr persönlich schaden. Also ich würde sicherlich den Imbus einer Person, die sich letztendlich doch durchsetzen kann, dadurch zumindest etwas verlieren. Zudem hat die Union seit der Bundestagswahl rund 2,9% verloren und damit hat nicht nur Angela Merkel, sondern auch Horst Seehofer ein Problem. In Bayern stehen kommendes Jahr Wahlen an. Dem Chef Lindner wären die 0,3% Veränderung wohl egal. Lediglich die Grünen könnten sich über ein Plus von 1,1% freuen, könnten. Wer so lange verhandelt und dann ohne Ergebnis dasteht, der hat es schwierig, seine Position dann verändern zu machen. Also alle hätten es schwer, deutlich zu machen, weshalb man sie dann über eine Neuwahl wieder wählen sollte. Profitieren von Neuwahlen könnte dann sogar erneut die AfD. Auch deshalb sind die Sondierer in Berlin wohl zum Erfolg verdammt. Alles andere als beliebt macht sich gerade Modeikone Karl Lagerfeld. Auf seine aktuellen Äußerungen bekommt er heftige Reaktionen. Der 84-Jährige hat nämlich die Flüchtlingspolitik von Bundeskanzlerin Merkel scharf kritisiert. Pauschal unterstellte er Muslimen Antisemitismus. Mehr von der Schillernd und provokativ. So präsentiert sich Karl Lagerfeld gerne in den Medien. Doch diesmal ist der Modedesigner wohl übers Ziel hinausgeschossen. In der französischen Sendung Salut les Terriens kritisiert der 84-Jährige die Flüchtlingspolitik der Bundeskanzlerin. Sie habe zu viele Muslime ins Land gelassen, laut Lagerfeld die schlimmsten Feinde der Juden. Eine Aussage, die für große Empörung sorgt. Das ist schon eher ein bisschen Angstmache und finde ich ein bisschen übertrieben. Ich liebe seine Mode, aber solche Aussagen sind natürlich, braucht kein Mensch von uns heute. Wobei vielen auch bewusst ist, dass es da ein Problem gibt. Ich weiß, dass eine sehr starke Feindseligkeit herrscht unter vielen Muslimen gegenüber den Juden. Auf Twitter wird unter dem Hashtag Lagerfeld nichts kontrovers diskutiert. Man kann auch ohne Jogginghose die Kontrolle über sein Leben verlieren, meinen die anderen. Die anderen hingegen beglückwünschen den Modeschöpfer. Chapeau, Herr Lagerfeld, er will die Wahrheiten endlich aussprechen. Fest steht, Antisemitismus ist nicht nur ein deutsches Problem. So werden zwar 93% der aktuell 681 antisemitischen Übergriffe dem rechten Spektrum zugeordnet, allerdings gehen 81% der körperlichen Angriffe mutmaßlich auf das Konto muslimischer Täter. Es gibt im muslimischen Milieu antisemitische Vorurteile, aber man sollte es nicht überbewerten. Nicht alle Muslime sind Antisemiten. Das findet ganz offensichtlich auch die französische Rundfunkaufsicht, die jetzt eine Rüge gegen die Sendung und den Skandalauftritt von Moritzer Lagerfeld prüft. Seit vergangenen Mittwoch suchen Familie und Freunde in Baden-Württemberg nach der vermissten 22-jährigen Katharina Kneitsch. Die Polizei geht inzwischen von einem Gewaltverbrechen aus und hat einen 24-jährigen